Lass sie doch glitzern. Immerhin behaupten sie nicht, sie seien Vampire. Sie stehen dazu, dass sie glitzern. Hey there. Fina. You're okay. What about the others? Look over there, Justin. Die haben jetzt wahrscheinlich voll das fette, voll die fette Party, dickes Wacken. That's Gaia? Oh. Gaia ist ein Baum geworden. Right. Everything seems to have been born again. Not only Gaia, but this whole world. Can you feel it, Justin? The whole world is filled with the power of the spirits. Yippie, die ganzen versteinerten Koyaanen auch zurück. Und Alt Lane. You see it, Lean? Everything has been freed from the web of evil. Yes, even Gaia. The sad chain of fate has been broken at last. A new history of mankind will begin. Oh the history und die that you desire. Da. We may sometimes travel down a mistaken path. Nein, das war bleibt ein kurzer Stream. It'll be all right. I am sure that we'll be able to open new paths to travel upon. It seems that my work here has ended. Und Mullen mimt den einsamen, traurigen A Helden. spirit? Are you calling me? Can it be? Lean! Lean! Herr Mullen? Idee sei still. Lean! I'm so glad, Lean. I can't believe it. Miracles do happen. The spirits carried her and happiness here. For everyone. No, Justin. It was you who carried happiness here, Justin. Naja. Noch nicht. Noch explodiert er nichts. Wow.
Schauen wir mal, darf ich wieder reden, oder? Jo, jetzt darf ich reden. Ja, das war Grandia. Ich finde ja, eine Person ist ein bisschen zu kurz gekommen in dem Spiel. Das ist Justins Vater. Der klang am Anfang wie so der Typ, der von allem Ahnung hat und so. Ich hätte fast nicht gedacht, dass der nochmal irgendwie erwähnt wird oder sogar einen Gastauftritt hat. Aber gut. War ja so auch toll. Also ich muss sagen, gerade am Ende hat mir das Spiel echt saumäßig gefallen, wie man am 9-Stunden-Nachtstream gemerkt hat. Echt spannend. Trotz des... Darf ich es nett ausdrücken? Seltsamen Anfangs. Hat sich gelohnt durchzuspielen. Finde ich jetzt mal so. Ich hoffe, ihr fandet die Zeit, die ihr mich dabei ein wenig begleitet habt, auch nicht verschwendet. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt dazu sagen soll. Finas letzter Spell. Ich weiß nicht. Ich bin echt nicht so motiviert, bin ich ehrlich. Vielleicht packt es mich irgendwann nochmal, dann reiche ich es auf YouTube nach. Eigentlich nur auf YouTube, nicht im Stream. Ich werde nicht dafür einen kurzen 2-Minuten-Stream machen, wo ich... Hey, guck mal, ich habe den Spell, Kampfende, fertig. Das muss ich mir nicht geben. Das wird dann auf YouTube hochgeladen. Da findet ihr es dann in meinem Kanal. Den findet ihr wiederum hier in der Kanalinfo, unten unter dem Video. Dort findet ihr auch das gesamte Let's Play. Genauso wie mein anderes, Final Fantasy 7, das ich noch nicht gestreamt habe. Außerdem, wenn ihr gerne einen zentralen Punkt habt, wo ihr so auf dem Laufenden sein könnt, über das, was ich treibe, wenn ich streame, wenn ich irgendwelche anderen Projekte mache, kann ich euch meinen Blog empfehlen auf Tumblr. Den habe ich hier nicht verlinkt, dummerweise. Ich bin ein Depp. Schreibe ich gleich noch rein, ansonsten shimazuke@tumblr.com, so wie mein Kanalname hier auch ist. Ich schreibe das gleich rein, wenn ich könnte. Dort schreibe ich hin, wenn ich streame, häufig spontan, das heißt, häufig ist es so, dass 5 oder 10 Minuten, nachdem ich da den Stream reinschreibe, es dann auch losgeht. Aber dafür könnt ihr mir ja auch hier auf Twitch folgen, was ja viele von euch anscheinend eh schon tun, denn ihr seid ja doch immer sehr schnell da, was mich auch sehr freut. Und ja. Momentchen. So, wenn ihr jetzt gleich aktualisiert. Das ist das Ende der Geschichte von Justin und seinen Freunden und von den Abenteuern mit dem Geisterstein und Angelo. Die Geschichte von Justin, dem Abenteurer, wird seitdem auf der ganzen Welt erzählt. Okay, gut, ja. Gut, jetzt ist, wenn ihr jetzt aktualisiert die Seite, das habt ihr auch, den... Oh! Tante Lilly! Das Schiff ist gleich da! Beeil dich! Der Kuchen ist noch nicht fertig! Tut mir leid! Ich befürchte, dass du ohne mich gehen musst! Okay? Okay, bis dann! Los geht's, Puffy! Es ist 10 Jahre her, seit das große Abenteuer vorbei ist. Die Welt, in der wir leben, hat sich so sehr verändert. Hey! Nicht schon wieder du! Hast du denn nie genug davon? Ha? Niemals! Wir üben doch nur, um Abenteurer zu werden! Verstehst du denn nicht? Ja, das ist ein... Mach das woanders, wo es keinen stört! Hörst du mir zu? Jetzt noch mal gesperrt! Anscheinend hat sich wenig verändert. Aber weißt du was? Hier ist jetzt mehr los. Auf den heutigen Tag habe ich so lange gewartet. Justin und Fina kommen nach 10 Jahren von ihrem Abenteuer zurück. Chrono
Trigger, meine Güte. Hab ich jetzt so gar nicht im Blick, muss ich gestehen. Ich frage mich, was Justin sagt, wenn er mich sieht, wo ich jetzt so hübsch bin. Chrono Trigger war Sness, ne? Er wird bestimmt überrascht sein, dass seine Zunge festblieb. Darauf freue ich mich. Ja, good old Epic Game Maker. Den Porträts. Ja, genießen wir jetzt erstmal den Epilog. Yay! We're in Parm! Now where's this Seagull restaurant? There's yummy food there, right? I'm hungry. Oh my god. Hey, what's that? Hey, it makes noises! It makes a neat sound! Yay! Let's get it! Neat! It's so soft! Oh, this must be Puffy! It's just like Daddy said! Looks kinda like a lamb! No, it doesn't! Hey! Are you... Where's your mommy and daddy? Over there! They're still on the ship! Ah! It's running away! Gonna catch ya! Yay! Wait! Get up! Oh my god. Die waren ja fleißig. Ui, Parm ist echt gewachsen. Das muss man ja mal sagen. Das war damals nicht so groß. Gut, jetzt ist es zu Ende. Ja. Das war Let's Play Grandia. Grandia 2 würde ich gerne nachliefern, kann ich aber nicht. Mein PS2-Emulator verträgt sich nicht mit dem Stream. Der macht das einfach nicht gut. Das ist dann unstet und ruckelt hier und da, das ist alles nicht schön. Deshalb müssen wir uns erstmal auf PlayStation 1-Spiele, was das Emulieren angeht, beschränken. Aber da gibt es auch schon den nächsten Kandidaten. Das heißt, das nächste Projekt steht schon fest. Und zwar wird das... Trommelwirbel... Ich glaube, den hat man nicht gehört. Verdammt. Final Fantasy 9. Nach 7 habe ich nämlich für mich privat mal gleich 8 hinterhergezockt. Habe danach jetzt auch nicht mehr wirklich so Lust. Aber dass ich 9 gespielt habe, ist schon wieder fast ein Jahr her. Ist also mal wieder höchste Zeit sozusagen. Und deswegen werde ich mit euch Final Fantasy 9 spielen. Außerdem denke ich, passt das ganz gut dahinter. Ja, genau, mit sie da. Dann war's das für heute. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu. Wir sehen uns in weiteren Streams. Also, hören. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.